Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Survival in the Woods. Und wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Was für ein Wunder. Wir haben jetzt rausgefunden, was das große Problem war, warum Natalie jetzt unbedingt unterbrechen musste. Schlecht geplante Körperfunktionen. Um es mal so zu umschreiben. Bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Aber ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Was weiß man doch. Das weiß man doch. Aber egal. Ich würde sagen, wir machen uns hier weiter auf den Weg und schauen doch einfach mal direkt nach, was bei den anderen so der Stand der Dinge ist. Machen. Jetzt muss ich irgendwie an dem Skelett vorbei zu meinen Sachen. Warum immer das überhaupt jetzt gleich nochmal ist. Jetzt musste ich einmal kurz wieder. Ich habe tatsächlich die Orientierung verloren. Du hast die Orientierung verloren? Wie kann das denn passieren? Liebes Pfötchen. Das Pfötchen ist so Orientierungsmaster. Ja, bin ich auch. Der ist Orientierungsmain. Ja, da vorne ist mein Baumhaus. Wagen perfekt. Ist ganz niedlich. Einfach irgendwie in eine Richtung gedreht und zack, da ist es. Hab doch gesagt, ich habe die volle Orientierung. Respekt. Oh, jetzt wollte ich das schon abbauen, das wäre ja verrückt. Das wäre was du da abbauen willst. Ich wollte meine Grabstein abbauen, so ohne alles rausgeholt zu haben. Hab ich funktioniert eh nicht. TNT ja, Gott sei Dank. Hätte ich. Und wenn es funktionieren würde, würde es einfach plöpp machen, dann ist wahrscheinlich alles im Inventar. Ich habe keine Rüstung und alles mehr. Deswegen bin ich so schnell gestorben. Ich muss beim letzten Mal, als ich gestorben bin, meine komplette Rüstung verloren haben. Das hat mir gar nicht aufgefallen. Deswegen war ich jetzt so schnell tot. Rüstung verloren vielleicht nicht. Ich bin nicht ohne rumgelaufen. Ich hatte Rüstung. Mach das. Ich kann mein Grab schon einfach auch stehen lassen, so. Ja. Ja, ja. War ja nicht. Also es zwingt dich keiner, ihn abzubauen. So, wir sollten uns dann jetzt halt einfach mal was wursteln. Wursteln Sie? Ich will diese Schaufel haben. Wo ist diese Schaufel? Da ist diese Schaufel. Oh, jetzt hab ich ja mich. Ups. WTF. Das war ein fast Nieser. Ah, okay. So also ein bisschen kurz vor. Hose wäre nicht schlecht. Also, ich mute mich ja zumindest gerade die ganze Zeit, wenn ich niesen muss. Ja, wenn ich das muss, tue ich das ja auch. Ich musste ja nicht. Er hat sich unter Kontrolle. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oh, ich habe keine Kontrolle. Ich hätte vielleicht erstmal den Winter lernen sollen. Oh. Mann! Zack, zack. Ruhe. Leute, ihr merkt schon, die sind alle so richtig gut vorbereitet. Ich bin das letzte Mal gestorben, ich muss erstmal wieder mir hier was aufbauen. Komm, wir sind nicht mehr gut vorbereitet. Also, bei mir backt teilweise irgendwie, wenn ich... Kennt ihr das? Oder Erik, vielleicht du, weil ich weiß, dass du den auch genutzt hast. Diesen Rucksack, diesen Bergrucksack. Bergrucksack? Ja, den Rucksack, womit man bauen kann. Ja, okay. Ja. Weißt du, was ich nicht meine? Ja, ja. Perfekt. Gott. Ganz viel Karotten. Muss es nur noch wenn ich da halt die Sachen muss ich ja da irgendwie reinziehen und so, dann kann ich halt bauen und das ist dann halt da drinnen. Besten Schweine. Ja. Und irgendwie zeigt er mir danach aber nicht mehr an, wie viel ich dann noch wirklich im Inventar habe, weil ich habe gerade zum Beispiel Eisen genutzt und habe immer noch 64 Eisen. Davon ist nichts weggegangen. Ja gut, möglich. Nur was möchtest ist das du denn jetzt? Ein Anzeigefehler oder geht das Eisen einfach nicht weg? Keine Ahnung. Also wenn das Eisen nicht weggeht, müssen wir dich leider disqualifizieren. Dann was? Du das ist doch nicht meine Schuld. Ja doch, dann cheatest du. Klar, dann cheatest du. Vor allem, weil ich auch gewollt dann cheate und so. Ja klar, du hast es ja sogar zugegeben. Ja. Richtig. Wir haben es alle auf Aufnahme. Du hast gesagt, du nutzt es und es geht nicht weg. Ja, und da kann ich was für? Ja, das ist ja offensichtliches Cheating. Aber weniger Spekulatius, als ich dachte. Spekulatius? Spektakulär, so, meine Güte. Kannst du Spekulatius machen? Na toll, jetzt hast du sie auf... So, das da unten sind Hühnchen. Aber eigentlich will ich Schwein haben. Für lecker Schnitzel. Ah, jetzt verstehe ich. Wobei, ich glaube, ich brauche eher Beef für Burger. Beef für Burger. Ach ja, wir hatten anscheinend 2 Stacks selber, deswegen geht es die eine nicht weg. Eisen. Ich glaube, ich muss erstmal ein Gehege unten. Ja, und dann muss ich mir irgendwie Gedanken machen, wie ich das Zeug auf meinen Baum hochkriege. Da. Schauen wir mal wieder hier, schön. Okay.
Ja. Eine Sache habe ich jetzt irgendwie nicht gekriegt. Ja doch, oh Gott sei Dank, ich habe die weggekriegt. Naja. So. Aber. Also Skelett, wo bist du gekommen? Ich nehme jetzt Rache. Rache! Okay. Wenn ich jetzt wieder sterbe, ne? Schon schwer, das richtige Werkzeug auszuwählen. So. Das macht alles Sinn, was ich hier mache. Das Skelett steht wirklich die ganze Zeit vor der Tür, habe ich mich gewartet. Penner, ich bin tot! What the? Hell? So. Morgen. Warum so. Okay, nix. Provisorisch. Jetzt ist gerade dunkel. Lieber mal kurz alles ablegen hier. Können wir unsere Sachen hier lassen, falls wir in der Höhle rächen. Sterben. Dann müssen wir uns leider rächen. Predicten das jetzt. Oh, fuck, das wollte ich nicht. Verdammt! Oh, das wollte ich nicht. Was hast du gemacht? Sterben. Oh, oh, ja, schön. Das wollte ich nicht. Eine Kiste bauen, was baue ich? Eine Workbench. Ist doch das Gleiche. Das ist schon peinlich. So, das da kommen die ganzen nicht. Kekse rein. Das ist doch nicht auf natürlicher Basis. Nehme ich mal mit. Wer weiß, wann einmal ein Wölfchen über den Weg läuft. Ja? Das ist doch nicht natürlich. So, da packen wir mit jetzt Treppen. Unsere Sachen rein, damit alle verlieren. Wobei, ich nehme noch mal Kekse mit. Backe meinen Koffer. Ich backe meinen Koffer und er schmeckt köstlich. Davon nehmen wir ein bisschen mit, weil Ravain. Ja? Erinnerst du dich noch an Schluff? Das sollten wir auch mitnehmen. Ich habe auch Schluff hier. Ich habe eine orangene Kerze. Wie süß. Wo kommt die her? Hier ist ein Tropical Fish Spawner. Jetzt ist er nicht mehr da. Ein Tropical Fish Spawner? Haben wir hier Tropical Fish Spawner. Ein Tropical Fish Spawner. Haben wir. Tropical Fish Spawner. Sollten wir uns. Ist mir egal, so. Ich habe ihn zerstört. Jetzt ist die Frage, wo finden wir Kühe? Ich weiß, dass irgendwo definitiv welche waren. Aber nicht in dem Loch, aber so schnell das Loch ignorieren und einfach weitergehen. Nicht in das Loch springen. Du bist das Loch. Ich habe ein Loch. Das ist mir egal. Hallo Skelett. So. Schau mal, hier eine Kerze. Ui. What? Holy shit, ist. Oh Gott, das war gruselig. So. Holy! Was ist das? Nein, nein. Aber. Alter! Creeper? Das Alter hat er schon wieder rum. Das sind. Wow, paar Skelette. Was ist da los? Okay. Ah, hallo, Enderman. Den ich fast angeguckt hätte. Boah, ich bin schon so ein bisschen neugierig. Nee, das ist einfach nur. Des Todes die Falle. Wow, hallo, Witch! Ja. Ich weiß nicht, womit sie mich jetzt Slowness. Oh, ja, toll. Da unten ist ein Skelett. Aber irgendwie merke ich davon gar nicht so viel. Insofern ist alles gut. Ja, kann ich mit leben, wenn ich das verliere. Die einen singen wild, die anderen. Oh mein Gott! Wie komme ich da jetzt rein? Das sieht ja schon mega cool aus. Ich weiß nicht, was das hier jetzt genau ist oder was das gewesen ist, aber. Creeper, ich sehe dich. Ob wir da hinten. Egal, das werde ich jetzt nicht rausfinden. Das ist nur so ein. Das Todesbait. Am liebsten beides. Ich grabe mich jetzt einfach mal ganz stumpf hier weiter. Nein. Oh, hier ist Lava. Ja. Da rein. Hier geht's runter. Einfach irgendwie reingraben. Ist das. Ach, das ist noch ein Loch. Hier sind überall Löcher in der Gegend. Hallo, du Pony. Bye. Was ihr so alles findet, das ist ja immer wieder interessant. So. Hier sind ja Löcher. Jetzt komm ich da rein. Das ist einfach nur das Ende der Welt. Das Ende der Welt. The end of the world as we know it. Noch ein Loch. Fassung. Kann das sein, dass da drunter irgendwo. Oh, das sind Haie. Das Wasser werde ich jetzt nicht springen. Das Löcher, Haie. So ein Ding. So eine Ritze. Was geht bei dir? Ritzen. Ist doch ganz offensichtlich. Hat er doch gesagt. Er hätte das nicht mal besser angeschlichen, aber wer die ganze Zeit noch rumstöhnen ist, muss auch nicht verwundern, wenn er ein Schwert reinkriegt. Alles klar. Alter, bei dir gibt's heute echt nur Löcher und Ritzen. Lass mich durch.
Offensichtlich hat er an sowas Spaß. Und das ist doch die Hauptsache. Hauptsache Spaß, ne? Das lernen wir doch immer so. Aus Werbung und so ein Scheiß. Hauptsache Spaß. Das ist ein Esel. Spaß ist überbewertet. Was ist das? Das war laut. Ja. Das ist ein Creeper, der sich irgendwo vergiftet hatte und jetzt trotzdem mal riesen noch. Einfach mal ganz stumpf. Oh, das ist ja was ganz Neues bei dir. Da ist ein Loch. Oh, da ist ein Loch. Ich muss so ein bisschen an den einen Typen denken von Family Guy, also von wegen so, oh, etwas Süßes. Creeper, oh Gottes Willen. Boah, die haben mich voll die Luft hier runtergeworfen. Hallo Creeper, jetzt fall doch nicht auf. Was ist denn hier heute los? Der Esel, uiuiuiui. Ah, Spinne! Jetzt kommt auch runtergeworfen auf mich. Was? Glaube ich. Schnell eine Karotte essen. Ist gut für die Nerven, hab ich gehört. Schnell eine Kochonis essen. Ich merke, die Rüstung bringt richtig was. Ich bin nämlich noch nicht tot. Ich weiß nicht, ob für uns die richtige. Und das ist das nächste Loch. Was ist hier los? Ich habe hier einfach nur Berge und Lava und suche eigentlich was ganz anderes. Doch, das kenne ich. Das ist ja behindert. Ich glaube, hier war ich schon mal. Was denn? Oh, dieser Esel, ne? Wer hat einen Esel? Esel bei mir und der hat gerade A gemacht und ich habe mich so erschrocken. Weil der direkt neben mir steht. Ich habe jetzt... Was? Hier kommen wir nicht weit. Oh. Ah. Ja gut, aber mit der Rüstung kann man Creeper echt gut abwehren. Sieht geil aus, aber... Ich hab sofort immer mit Rüstung rumlaufen. Das ist ein Schaf, das ist schon mal ein Fortschritt. Das ist Xylit. Das ist mir scheißegal, das ist es. Meinte, es wäre intelligent gewesen, nicht nur eine Karte zu haben, sondern auch zu markieren, wo man herkommt? Ja. Opfer. Ich glaube nicht, ne? Also das wäre viel zu einfach. Das wäre ja nachgedacht. Ja. Sowas tut. Das ist auch eine sehr helle Nacht, habe ich das Gefühl. In Neumond? Sind wir da hoch? Bei Neumond ist es nicht hell. Ja. Du bist nicht hell. Was ist du hast recht, ey. Das habe ich aber jetzt noch nie behauptet. Hab ich's behauptet? Was willst du eigentlich? Ja. Geh mir nicht auf Ketten und stirb. Hol du erstmal auf, wenn du sterben, ja? Marmor. Du bist doch fleißig dabei. Wow, was Nein, ist das? Das leuchtet. Ist mega geil aus. Ich kann mir schwarz Nein, ausmachen. Ich muss nicht aufholen. Ich das führe. Marmor ist, glaube ich, noch cool. Das stimmt allerdings. Oh, hallo, Villager-Zombie. Wieso bin ich jetzt eigentlich schon wieder in die Höhle gerannt? Das ist doch gar so keine Höhlen. Marmor Pflasterstein. Oh, das sieht ja. Ich glaube, wir haben den Stein gefunden, den wir wollen. Wie man bei Dunkelfotos Folgen immer sieht, wie er mit sich selbst hadert, zum Sinne von, oh, da ist eine Öffnung, sie ist dunkel und groß, da möchte ich rein. Ich wollte doch nicht mehr in dunkle, große Öffnung rein. Apropos dunkle, große Öffnung, ich habe eine Mine gefunden. Ja, Gratulation. Interessiert mich. Ein Skelett. Nicht. Und da ist ein Schwein. Ich habe Wobei, Schweine doch, gesehen, doch. Geh in die Mine, bitte. Da ist noch ein Skelett. Gehen Sie in die Mine und irgendwie markieren, dass wir hier sind. Ne? Such da mal schön drin rum nach Diamanten und so Kram. Alles, was dir halt weiterhält. Nein, Mark. Ach, als würde ich sterben. Das eine Mal war nur unglücklich. Ja. Hättest du wohl gern. No! Dafür habe ich jetzt wieder Eisen. What? Philomatics, was bei dir los? Nehmen wir uns das mal kurz. Wo bin ich? Wieder tot? Da. Nein. Aber der Creeper. Also Rüstung bringt richtig was. Das muss man ja schon wirklich sagen. So. Ja, ich werde mir jetzt auch wieder eine Rüstung machen. Danach werde ich wieder fleißig kleine Kühe fangen und töten. Erfolgreich. Sie fängt und jagt kleine Kühe. Wisst ihr Bescheid? Ja? Also so richtig, richtig bitch. Mit Gefahr und so, weil lieber die Kleinen, die sich nicht wehren. Kann eine große Kuh irgendwas bewirken? Ja, bei dir bin ich da dann ganz mal nicht so sicher. Du bist öfter gestorben als ich. Was möchtest du eigentlich von mir? Lass das Schwein in Ruhe. Schwein. Ich werde dich trotzdem weiter flamen. Oh, kannst ja auch nichts anderes. Ja, doch. Oh, das ist ein interessanter Berg. Ich will da hoch. Bittchen, du müsstest also, mal wieder öfter auf den Server. Den Kontrast hier mega geil, dieses schwarze und der weiße Marmor. Ja, komm, sieht cool aus. Oh mein Gott, das ist ein Creeper. Frage mich, wie man sowas... Habe ich darauf gewartet, dass es platt macht. Das ist ein Piranha im Wasser, bin ich reingesprungen, scheiße.
Ich bin nicht da, 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 ich bin tatsächlich nicht da. Da. Da war noch ein Creeper. Okay. Kann ich mir nicht angucken. Oh, holy fuckaroni! Da muss ich hoch. Scheiß auf. Fast Tür. Annehmen. Das Pfötchen erlebt gerade Achterbahn. Die Frage, wie ich da hochkomme. Ich habe natürlich keine Leitern dabei. Naja, Leiter wäre auch viel zu einfach. Ich glaube, ich bräuchte auch ziemlich viele Leitern für. Vor allem, ich glaube, das Ding da oben fliegt. Wenn das fliegt, dann werde ich da jetzt meine Basis bauen und nicht auf dem Baum. Ohne. Hütchen, was nimmst du zu dir für Dinge? Was komisch. Auch, was auch immer das es ist gut. Okay. So kann ich das nicht What? Anklicken. Ich hasse das, wenn ich einige Sachen. Was ist das denn? Erstmal ein Tausendfüßler. Boah, geil. Das ist auch so, wenn wir geil. Das ist ja auch okay, ich brauche Holz. Ich brauche nämlich definitiv irgendetwas zum Leitern bauen. Ansonsten komme ich da nicht hoch. So. Die Mine ist perfekt. So kriegen wir alles, was wir wieder brauchen. Können uns ausrüsten. Bei einem weiteren Todesfall sind alles schön. Bunkern. Da ist vor allem Holz drin. Ich bin Steinkohle. Mitten im Wald. Achso. Ich dachte, du wärst in der Höhle und hast jetzt Mine gefunden. Ja, Stein will ich aber nicht. Oberhalb der Mine oder oberhalb der Höhle ist halt Wald. Marmorsteinkohle. So, jetzt habe ich doch bestimmt meine Workbench nicht dabei. Richtig, ich bin so gut. Marmorstein und anderes Geschissel. Hast du dir ein Schissel gebaut? Nö, was soll ich denn mit Schissel? Eine Schissel brauchst du nur, wenn du irgendwas optisch gut hinkriegen willst. Das ist mir so scheißegal. Zack. Oh. Zack. So. Das war dumm. Egal. Essen. Wir müssen mal gucken, wie der überhaupt ging. Brauchst du selten Leitern? Ah, so. Zack. Das Pferd will die ganze Zeit zu mir. Das finde ich ja lustig. Ja, nimmst du doch mit? Kannst doch nicht mitnehmen. Ja, wieso? Brauchst du nur ein Seil? Aber ich brauche auch einen Sattel. Sonst kann ich es ja nicht nutzen. Es ist schlimm, wenn es die ganze Zeit neben mir steht. Ich habe einen Sattel. Ich aber nicht. Habe ich auch nie behauptet. Okay, das ist jetzt der rohe Marmor, den ich direkt... Ja. Ekelhaft. Aber das, was ich gesucht habe, gefunden. Das ist sehr gut. Das, was ich suche, habe ich noch nicht gefunden. Es wittet rum. So. Weiß ich alles mit? Nee. Wundervoll. Und village die alle. Aber es können. Weil wir es, genau. Kannst du es auch? Ja. Mach doch mal. Nö. Siehst du kannst nicht. Wow, Ruckelkonzert. Damit nicht. Ich kann alles. Ich auch nicht. Und noch viel mehr. Und nichts mehr. Also er redet von sich und nicht von dir. Das wird auf jeden Fall eine schöne Aussicht werden. So viel Marmor, lalala. Du bist Marmor. Echt? Verdammt, ich habe keine Leitern mehr. Wow, ist das hoch. Verdammt. Okay. Soll ich jetzt ein Schlagerlied singen? Willst du das? Schade. Egal. Wieso willst du denn ein Schlagerlied singen? Über Marmor. Stein und Eisen bricht. Genau. Eine Kiste. Komm mal her. What? Ich muss erstmal wieder runter. So geil war die jetzt nicht. Berg mich durch den ganzen Berg, ja. Ich grab mich durch den ganzen Berg. Ja, die Kisten waren in Minen auch mal schöner. Wobei da oft Sattel immer noch drin sind. Das ist natürlich praktisch. Au, richtig da war spannend. Keine Leiter. Die ganze Zeit vor eine weiße Wand zu gucken. Ein Sattel. Das ist genau das, was Feuerbug braucht. Brauche es nicht. Ich hätte ignorieren. Oh, und es regnet. Ja, bei mir auch. Bist du etwa in meiner Nähe, Dunkelpfote? Weiß ich nicht. Wenn das gehen würde, wäre das lustig. Das wäre eher unheimlich.
Wäre ein bisschen seltsam. Ja, du bist seltsam. Ich würde gerade sagen, du bist wirklich ein bisschen seltsam, Schatz. Was? Also, das wäre seltsam, habe ich gesagt. Das mag ja sein, dass du es gesagt hast, aber wir haben offensichtlich was anderes verstanden. Verstanden. Empfunden könnte man auch sagen. Ach, du bist heute so lustig. Nicht. Jetzt ist die Frage, wen meinst du? Ja. Ich glaube, sich selbst. Vor allem erstmal dreckig lachen, Erik. Ne? Und dann, Moment. Ja. Noch eine Kiste. Aha! Oh, da könnte auch gegen mich gehen. Moment. Ja. 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 Oh, gar kein Ende mehr. Geruckel nervt ein bisschen hier unten. Aber wow! Der, wo kommst du denn her? Okay, aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Aber wo kommt der her? So. Wo kamst du Zack. Her? What the fuck? Hä? Aber bitte sehr. Ach, ich mag es so rein. Was für ein Bullshit. Geht das? Wenn ja, dann funktioniert glaub, das. Ja, nice. Geil. Ja, eine Menge Leitern. No, das dauert natürlich ein gewisses Maß an Sicherheitsmaßnahmen ist notwendig. Benna, du kommst hier nie wieder rein, ey. Und das provisorisch. Dann kommen jetzt hier auch Leitern hoch. ETF, warum werden die kriegt die ganze Zeit die Achievements wieder? Der Ausgang? Weil du noch nichts geleistet hast in deinem Let's Play. Von oben runter oder auch eine Länge. Leute, wir sind extrem über der Zeit. Nein, nicht extrem, aber. Extrem nicht, aber. Ist auf jeden Fall Zeit. Was? Ist extrem? Alles klar. Auf jeden Fall ist es Zeit, die Folge zu beenden. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, bis gleich, wa? Ja, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Nein, nein! Gut, das ist. Wir beenden die Folge mit einem Knaller. Hahaha. Naja, auf jeden Fall. Sind wir ein Stück weit näher gekommen, also ich bin ziemlich davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und da wurde es am Ende nochmal ganz kurz ein ganz kleines bisschen spannend. Ich weiß jetzt, der Weg dahin ist natürlich nicht ganz so die Spannung hoch 10, aber kriegen wir schon alles hin. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut auch bei den anderen vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar, einen Daumen nach oben da und Entschuldigung, bis zum nächsten Mal. Ciao. Au. Ciao.